Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 31. Es ist schon wieder Spätabend. Immerhin haben wir den Ben jetzt wieder ins Bett gebracht und die Sue, ja, die ist jetzt bald mal ausgeschlafen und ist super, super hungrig. Die müssten wir jetzt unbedingt mal füttern. Die hat nämlich den ganzen Nachmittag gepennt. Annika, fütter die mal. Ja, wahrscheinlich werden dann Annika und Sue super dreckig vom... Ah, sie macht gerade noch in die Windel. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann wird nur Sue schmutzig und nicht doch Annika. So, aber erst mal füttern. Ja, das kriegt sie einigermaßen hin. Das ist gut. Danach wollen wir gleich mal wickeln. Und dann versuchen wir mal, ob wir irgendwie ein Krabbeltraining hinkriegen. Die Option habe ich ja bisher einfach noch nicht gefunden. Oh, Wobisch. So. Oh, Mukol. Pfeffer. Jetzt wickeln. Oh, Nubu. Ja, ein Bäuerchen gab's auch. Sehr brav. Ich bin ja momentan noch sehr, sehr froh, dass wir keine Zwillinge bekommen bisher. Irgendwie, das reicht schon, wenn die Zeit versetzt doppelt Babys sind. Ja, das hat hier doch ganz gut geklappt. Ich meine, wir kommen zwar langsam voran mit der Geldverdienerei, aber ich denke mal, wir machen durchaus Fortschritte. So, und jetzt müssen wir hier mal gucken. Jetzt will Annika natürlich ins Bett. Eine Runde noch, Annika. Krabbeln, lernen. Mehr Auswahl. Ich guck mal, ob ich das so hinkriege. Aktionen. Nein. Freundlich. Nein, da geht nichts. Und so rum. Ich hab's ja schon öfters probiert. Und zusammen Bauchzeit verbringen, das haben wir ja schon öfter gemacht. Vielleicht mache ich das einfach mal, denn die Option verschwindet auch öfter mal einfach so. So. Und jetzt gucke ich währenddessen hier nochmal, ob ich da irgendwas finde. Hier nicht. Vielleicht bei freundlich. Krabbeln üben, da ist es ja. Krabbeln üben. Wo war das bei freundlich und dann? Freundlich Aktivität. War das, glaube ich. Ja, das ist aber einfach nicht oft da. So, da hat sie jetzt praktisch bis nach Mitternacht gebraucht, um mal Zeit für ihr kleines Töchterchen zu finden. Ich mach mal kurz Pause. So, jetzt rutschen wir hier mal näher ran. So, das ist doch irgendwie ganz lustig hier. Ah, das war zu befürchten, dass die mich jetzt hier aussperren. So, jawohl. So, machen wir ruhig mal weiter. Ja, vielleicht wird's hier was. So. Aber ich habe den Eindruck, dass dieses Krabbelüben schon wieder verschwunden ist.
Katze, ja, ich weiß, du bist müde. Wie lange hast du denn noch, bis du in Ohnmacht fällst? 2 Stunden. Ich guck einfach mal, ob das jetzt noch mal da ist. Aktivitäten? Nö, also gut, dann gehst du ins Bett. So. Schlafen. Und gegessen wird dann halt erst morgen. Wenu! Und du, ja, immerhin, das Hinsetzen klappt ja schon hervorragend. Mal gucken, was du selber mit dir machen kannst. Gut, du kannst Bauchzeit verbringen. Ich frage mich, was es mit diesem Symbol auf sich hat. Irgendwie, man lernt was, um ein Abzeichen zu kriegen, einen Fortschritt oder einen Meilenstein. Aber wann das jeweils da ist, das wüsste ich gerne. Ja, mach du ruhig mal Bauchzeit verbringen. Jetzt wird trainiert. Wenn du müde bist, dann darfst du hier schlafen, weil alleine kannst du ja noch nicht in dein Bettchen gehen. So. Ja. Du musst den Hintern hoch. Vielleicht kann dir der Onkel irgendwie helfen. Schauen wir mal. Brabbel ihn ruhig mal an. Das ist der Papa deiner Schwester. Ja, gut. Das ist doch schon fast geschafft. Aber wohl noch nicht lang genug. So, brennt Haut wieder ab. Jo, dann lassen wir das mit dem Brabbeln. So. Tja, die Annika. Man könnte sie ja jetzt aufwecken und sie was essen lassen, denn sie ist auch sehr hungrig. Und dann vielleicht noch eine kleine nächtliche Übung. Es ist natürlich schon sehr gemein. So, du kriegst jetzt einen Salat zu essen. Müssen wir bestimmt auch bald mal wieder kochen. Und jetzt gucken wir mal. Ihm geht's eigentlich ganz gut. Der soll ruhig mal in seinem Bett liegen und da machen. Mal gucken, in die Heia gehen? Nee, da musst du auch noch was Besseres. Du könntest vielleicht auch herumtollen. So. Und Annika hat auch noch Morgenübelkeit. Ja, dabei ist noch nicht mal so richtig morgen. Na, eigentlich noch gar nicht. Es ist mitten in der Nacht. Jetzt ist es schon wieder rotmüde. Ein normaler Zustand bei Müttern. Jetzt gucke ich mal, ob das Krabbeln üben nochmal erscheint. Nö. Lassen wir sie noch mal Bauchzeit verbringen. Und hier willst du nach Säugling sehen? Ach, und wieder irgendwelche Dummheiten machen? Ich meine, gut, man könnte den wickeln. So, vielleicht geht das nur, während sie Bauchzeit machen? Nee. Oh, Sir Pavel. Oh.
Bell. Go mau, Nubu. Sehr, sehr mysteriös. Mersch. Pimbas Fonsel. Ja, man muss es so einfach immer wieder probieren. Oh, what's it give? Yibs. Naiflu? Allein kommt es irgendwie besser klar. Oh, what's it give? Prasachorg. Weißt du was, du lässt dich danach einfach nochmal füttern und dann lässt du dich ins Bett bringen. So. Und dann kümmern wir uns noch eine Runde um den Ben. Oh, die sind schon gewachsen. Sehr schön. Aber bis morgen werden die wohl noch keine Früchte tragen. Blüten, meine ich. Traktier. Yanabi. So. Stopp, stopp, stopp. Erst füttern. Erst füttern. Erst füttern. Ob sie das noch hinkriegt? Annika ist ganz verwirrt. Ich guck mal, ob es vielleicht jetzt besser funktioniert, wenn man es umgekehrt macht. Säugling an sich drücken, vergiss es. Windelwechsel, ja, das ist okay, aber erstmal füttern. Stillen, stillen. Ja, stillen. Auch wenn du müde bist. So ist das Mutterleben. Wann fällt sie in Ohnmacht? In 3 Stunden. Du kannst in der Zeit auch noch kurz dich um Ben kümmern. Die hat diese... doch, das Stillen steht noch an. Ja, in der Zwischenzeit ist die Kleine eingeschlafen. Ja. Gut, hier sieht man es. Die Neuen tragen noch nicht, was normal ist, aber die Alten tragen schon. Jetzt packt sie den in die Badewanne. Ja, das ist auch inzwischen nötig. Sie funktioniert irgendwie überhaupt nicht mehr. Ja, vergiss es. Die schläft inzwischen. Du hast's verbockt. So. Und jetzt hier nochmal baden. Geht's noch? Das ist nicht zu fassen. Wie sieht es denn bei euch aus, wenn ihr mit Babys spielt? Ist es auch so, von Unfähigkeit durch die Betreuungsperson geprägt? Oh, das ist ja gut, dass du aufgewacht bist, Celine. Sauber ist er nicht. Sie hat ihn einfach nicht sauber gewascht, badet. Naffi. Maperu. So, wie sieht's denn bei dir aus? Ah ja, besorg dir ruhig ein bisschen Spaß. Wenigstens so ein bisschen.
Ja, ich glaube, du solltest dann eher noch mal duschen und dann vielleicht noch eine kleine Mahlzeit essen. So. Jetzt gucken wir mal, ob der Ben inzwischen sauber ist. Naja, sauber genug. Nee, 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 nee. Füttern. Jetzt macht er schon wieder in die Windeln. Nein, nein, nein. Das ist ja eine Katastrophe. Vorhin war er irgendwie hungriger. Vielleicht hat sie ihn zwischendrin heimlich mal kurz gefüttert. Ja, jetzt kollabier du mal. Das hast du verdient. Da habe ich jetzt auch wenig Mitleid mit. Wir hätten das alles ordentlich hinkriegen können mit zufriedenen, sauberen Kindern und du hättest ins Bett gehen können. So, wie sieht es jetzt mit ihr aus? Na, ich schick jetzt die Annika mal kurz ins Bett. Damit sie hier aus ihrer Krise rauskommt. Aber die kriegt noch einen Preis für die schlechteste Mutter. So. Mit dir gehen wir jetzt in den Kass, meine Liebe. Pack-Cheats, okay. Interessant. Ich meine, da könnte man ja vielleicht mal gucken. Eigentlich wollte ich nur eben erstelle ein Accessoire-Pack, Erweiterungspack. Das ist ja merkwürdig. So. Ich meine, ich wollte gar nichts zu Waffe cheaten. Dieses Oberteil finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Aber die Hose ist definitiv zu kurz, zumal wir Winter haben. Also im Sommer wäre es ja okay, aber im Winter. Wie ist das mit der? Nö. Bei mir haben Kinder keine Löcher in den Hosen. So ist besser, ja. Und die Frisur ist ja eigentlich ganz niedlich. Aber ich glaube, die würde mir noch besser gefallen. Ja. Okay, und dann schauen wir mal. Sportbekleidung. Das ist ja mal wieder grauenvoll zusammengestellt. So. Tja, im Sommer wäre das ja okay. Aber hier nehmen wir lieber sowas. Und das da ist ja auch eine lustige Kreation. Ach, das sind Strumpfhosen unter einer Shorts. Ja, so ist besser. Schlafklamotte, einfach nur Unterhosen. Nee. Und dieses Braun, das geht auch irgendwie kuscheliger. So. Und die Schlappen, nehmen wir die so, dann sieht es halbwegs passabel aus. Und Sommerkleider, das ist jetzt irgendwie nicht so vorteilhaft. Da gibt es auch so viele niedliche Sachen. Wie wäre es denn damit? Und bei kaltem Wetter, das geht ja fast, aber auch nur fast. Dies hier finde ich schöner.
So. Und vielleicht sollten wir hier noch eine kleine Alternativklamotte machen, weil das ist ja so die Standardklamotte. Sorry, zurück. Zweite Klamotte. Da. Ja. Nö. Das, ne, das ist auch mehr sowas für den Sommer. Können wir natürlich Strumpfhosen anziehen, aber trotzdem. Irgendwie ist die Auswahl inzwischen so groß geworden, dass die Anzahl der wirklich merkwürdigen Sachen so riesig geworden ist, dass man nur noch schwerlich was findet, finde ich. Dies hier ist winterlich, aber... Warum eigentlich nicht? Probieren wir mal blau. Steht ihr das? Das sieht gut aus. Dann brauchst du aber eine Strumpfhose. So. Dann nehmen wir die. In diesem Froschgrün. Das ist fast schon zu erwachsen. Tja. Oder hier gestreift? Nee, das finde ich ein bisschen krass. Das ist zwar lustig. Oder dieses da? Nö. Nehmen wir ruhig das Froschgrün. Nee. Nehmen wir das so. Und die Schuhe, die nehmen wir dann. Tja. Alles nicht so prickelnd. Wie sieht's mit denen aus? So. Okay, dann haben wir jetzt zwei Klamotten. Die hier ist so temperaturmäßig eher neutral. Die hier ist für den Winter. Wenn dann noch der Sommer dazu kommt, dann müssen wir sie halt noch mal ein bisschen umziehen. Okay. So. Ja, du darfst jetzt ein bisschen schlafen, auch wenn du es dir nicht verdient hast. 8 Uhr, Schulzeit. Wie schnell die Zeit vergeht. Ah, da geht sie dahin. Sehr gut. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.